Hallo, ihr Multiversumspringer. Willkommen zurück bei einer neuen Episode von Alan Wake 2, dem DLC Nightsprings, der dritten Episode, die da heißt Timebreaker. So, wir machen weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben mit unserem Protagonisten und sind wieder im komplett anderen Grafikstil gelandet. Das ist wahnsinnig viele Ideen und wie viel Mut einfach da drin steckt, gewisse Dinge halt einfach im Spiel anders zu machen. Das ist Wahnsinn, ich find's geil. Okay, jetzt sind wir hier. Eine Art Side-Scroller. Der Sound, ey, das ist so geil. Achtung. Was muss ich denn eigentlich machen? Das gerade nicht. Oh oh oh. Jetzt nicht so ganz sicher, was ich tun muss. Aber anscheinend muss ich hier die Wellen abwarten. Ah, okay. Das ist ja doch beeindruckend. Du könntest unter allen Versionen der Auserwählte sein. Komm auf meine Seite, zusammen herrschen wir. Nein, niemals! Das wirst du bereuen, außerdem habe ich gelogen. Ha 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 ha. Okay, da ist der Cube. Ah, der Fernseher ist kaputt. Durch den komme ich also nicht mehr zurück. Ich finde das so geil, dass sie jetzt einfach die Grafik-Look geändert haben. Finde es so fantastisch. Der Retro. Auf jeden Fall. Finde ich geil. Gerne mehr davon. Okay. Ich war an den Rand des Multiversums gebracht worden. Ach du Scheiße. Oder zumindest in einem tiefen, dunklen Graben darin. Okay, jetzt sind wir wieder ganz woanders. Weder Farben, noch Energie. Das hat was. Das gibt mir krasse kosmische Horror-Vibes. Oder eine Möglichkeit, weiterzureisen. Konfrontiere den Meister vieler Welten. Du hast einen Fehler gemacht. Fahrt zur Hölle. Weg. Nächste Welle? Oder war es nur einer? Junge! Ich bin hochverzweifelt.
Ich habe eine Flashbang. Ich werde sie benutzen. Boah, dieses Farbwechselspiel, Alter, das brennt richtig hart in den Augen. Ich bin wichtig. Ich mache. Ich dachte gerade, hä? Hängt das Spiel? Bin über diesen Cube gelaufen, aber irgendwie wollte er nicht. Du bist vom Weg gekommen. Bin ich nicht. Hör auf, das zu sagen. Okay, die kann ich auch mit der Taschenlampe plätten. Was ist denn der TV jetzt? Ah, da. Ich war nah dran. Ich wusste, dass ich nun nah dran war. Ja, mal sehen, ob die nächste Realität, in der wir landen, die richtige ist. Okay. Nach dem traumlosen Schlaf kommst du zu dir und wirst dir allmählich den völligen Leere bewusst. Es existiert nichts. Konzentrieren, schlafen gehen. Du suchst nach etwas, auf das du dich konzentrieren kannst. Plötzlich siehst du eine geometrische Form vor deinem inneren Auge. Ein fünfeckiges Trapezoeder. Woher du den Namen dieser Form kennst, das weißt du nicht. Du spürst, wie du verblasst, auseinanderdriftest und dein Wesen im Strom des Bewusstseins, der Ebbe und Flut deiner Gedanken verlierst. Zusammenreißen, dich hingeben. Zusammenreißen. Du reißt dich zusammen und versuchst, gegen die Strömung anzukämpfen, um an die Oberfläche zu gelangen. Als du dich wieder gesammelt hast, merkst du, dass dein erster Eindruck falsch war. Das ist etwas. Da ist etwas und da bist du. Langsam spürst du die Worte, die das hier geschrieben, beschreiben, wie es ist. Hier, in den entlegensten Winkeln des Multiversums, hast du eine Realität erreicht, in der nur Ideen existieren. Eine Vorstellung von der Realität, eine konzeptionelle Realität. Ein Gedanke versucht, sich in deinem Kopf zu bilden. Gedanken konzentrieren. Du konzentrierst dich auf den Gedanken und alles wird klar. Am Anfang war das Wort. Hier existieren nur Worte, sie sind alles. Sie beschreiben diese Welt und dein Dasein. Die Worte entschlüsseln. Die Worte beschreiben, wie du dich in einer kargen, konzeptionellen Wüste verstehst. Sie dehnt sich bis in die Ewigkeit aus. Du wartest unermesslich lange an einem Ort außerhalb der Zeit. Oberhalb kollidieren Ideen von Sternen lautlos und zerfallen zu schwarzen Löchern. Die Vorstellung von der Wüste sorgt für ein Durstgefühl. Eine Tasse Kaffee vorstellen. Eine Tasse Tee vorstellen. Eine Tasse Kaffee vorstellen. Als du dir eine Tasse Kaffee vorstellst, dein Lieblingsgetränk, manifestiert sie sich. Der Gedanke davon, das Konzept des köstlichen Geruchs und Geschmacks. Du genießt es, stellst dir vor, davon zu kosten. Dir wird klar, dass deine Gedanken hier so real sind wie alles andere. Deine Situation einschätzen. Dir wird klar, dass du für immer hier festsitzen könntest. Vage erinnerst du dich
dass du auf einer lebenswichtigen Mission bist. Du spürst, wie sich die Details bereits auflösen. Du musst deinen Weg finden, um zu entkommen, bevor du dich wieder verlierst. Bei deiner Reise durch den Strudel hattest du immer einen Zeitpunkt vor Augen. Könnte das auch hier die Lösung sein? Auf den Meister vieler Welten konzentrieren, die auf die rote Gefahr konzentrieren. Auf den Meister vieler Welten konzentrieren. Du konzentrierst deine Gedanken auf den Meister vieler Welten. Die Wüsten-Traumwelt um dich herum verdunkelt sich. Du spürst vage, wie sich das schreckliche Gewicht eines fremden, gottähnlichen Bewusstseins vieler Realitäten entfernt. Wie kannst du ihn überhaupt finden, geschweige denn ihm gegenübertreten? Meditieren. Kriegsvorbereitung. Meditieren. Beruhigst dich und versuchst, harmonisch Gedanken zu fassen. Du strebst danach, dein Bewusstsein zu erweitern und deine Geheimnisse des Multiversums aufzudecken und deinen Freund zu verstehen. Nach einer gefühlten Ewigkeit fühlst du dich deinem Ziel keinen Schritt näher. Dein Geist ist nicht rein genug, um die Geheimnisse des Multiversums zu verstehen. Schweige denn seinen Meister. Du musst diese Kunst studieren, um eine höhere Bewusstseinsebene zu erreichen. Dich zwingen, weiterzumachen. In die Wüste hinaus zu ziehen, um Antworten zu suchen. Dich zwingen, weiterzumachen. Du machst stur weiter. Du überwindest jede geistige und körperliche Hürde, auf die du stößt. Die Zeit vergeht. Du bist ausgezehrt und hungrig. Dir wird langsam klar, dass du dem Tod nahe bist. Du liegst auf dem Boden. Durchhalten. Deine Gedanken sammeln. Du bemühst dich, einen klaren Gedanken zu fassen und bist bereit, die Geheimnisse des Universums zu erfahren. Plötzlich erscheint ein grelles Licht und du siehst die Silhouette eines Mannes, den Mann ansehen. Er sieht aus wie du, was sein Verhalten und die tiefe Weisheit, die in seinen Augen zu erkennen ist, verraten dir, dass es sich bei dem Mann um dein zukünftiges Ich handelt. Er bietet dir einen Samen an, den Samen ansehen, den Samen nehmen, den Samen ablehnen. Den Samen nehmen. Du nimmst den Samen des Mannes an, dann verschwindet er. Den Samen essen, den Samen pflanzen. Du pflanzt den Samen in den Boden. Er schlägt Wurzeln und wächst. Ein Sprössling sprießt aus dem Boden. Er wächst schnell. Wenig später stehst du vor einem gewaltigen Baum, der bis in den Himmel reicht. Er ist der Baum des Lebens, der Weltenbaum. Eine Erinnerung gleitet von den Ästen herab wie ein fallendes Blatt. Der Erinnerung folgen. Du folgst der Erinnerung und siehst ein Comicheft in den Händen. Das ist deine Hände? Du kannst dich nicht erinnern. Im Comic geht es um die Legende eines Gottes, der sich an einem Ast des Weltenbaums aufhing und sich opferte, um geheimes Wissen zu erlangen. Über den Sinn des Opfers nachdenken. Sich am Baum aufhängen. Über den Sinn des Opfers nachdenken. Der Baum erhebt sich über dir. Deine Stille ist unergründlich. Du weißt, was du tun musst, um das geheime Wissen des Universums zu erlangen, dich am Baum aufhängen. Du wirst dich opfern, um das Wissen zu erlangen, nachdem du dich so sehr sehnst, um damit wiedergeboren zu werden. Du kletterst den Stamm hinauf und hängst dich an einem Ast auf, während du nach Luft trinkst. Begibt sich dein Geist auf eine spirituelle Reise an den Ästen des Baumes entlang, den Zweigen folgen. Die Äste des Baumes reichen durch alle Realitäten und unterstützen diese. Das Multiversum ist geboren. Du spürst alle Realitäten um dich herum, alle Leben und die ganze Geschichte, die sich wie ein Fluss entfaltet, wie ein gegabelter Blitz einschlägt, wie eine Blume aufblüht, sich wie eine Explosion in Form eines Baumes in Zeitlupe ausbreitet. Du hängst 9 Nächte lang dort. Es fühlt sich wie eine Ewigkeit an. Dann bricht er erst ab und du stürzt zu Boden. Du hörst den Baum ächzen. Den Baum ansehen. Du siehst, dass der Baum alt geworden ist und abstirbt. Aus dem höchsten Ast sprießt eine magische Frucht und reift. Der Baum stirbt vor deinen Augen. Du bemerkst, dass die Frucht neben dir auf den Boden gefallen ist, zusammen mit einem großen, krummen Ast. Die Pflanze aufheben. Den Ast aufheben. Die Pflanze aufheben. Du hebst die magische Frucht auf, sie verrottet in deinen Händen und lässt einen Samen zurück, der vertraut aussieht. Plötzlich bemerkst du, dass du das ganz in deiner Nähe ein Mann auf dem Boden liegt. Er wirkt schwach und kränklich, stöhnt vor sich hin. Etwas geht dir durch den Kopf, eine vergessene Erinnerung an einen verblassten Traum. Dem Mann den Samen anbieten. Du bietest dem Mann den Samen an. Als du dich ihm näherst,
hebt er seinen Kopf und starrt dich an. Du erkennst ihn wieder. Das bist du aus längst vergangener Zeit. Er nimmt den Samen, dann verschwindet er so schnell, wie er aufgetaucht ist. Den Ast aufheben. Du hebst den krummen Ast auf und folgst seinem Weg mit deinen Fingern. Das weckt eine tiefe Erinnerung in dir. Eine entfernte Erinnerung. Was war deine Mission? Du hast so viel Wissen erlangt, aber es fällt dir schwer, dich zu erinnern, wo du eigentlich hin wolltest, dich zurückerinnern. Du suchst danach und sortierst deine Gedanken. Plötzlich fällt es dir wie Schuppen von den Augen. Du hast versucht, zum Meister vieler Welten zu gelangen. Das war etwas, da war etwas mit einer Tür. Auf die Tür konzentrieren. Damit drückt eine Tür in den Fokus. Du merkst, dass etwas daran fehlt. Den Ast in der Tür benutzen, die Tür öffnen. Den Ast in der Tür benutzen. Der Ast verschmilzt mit der Tür und lässt einen Griff entstehen. Damit ist die Tür vollständig. Tür öffnen. Du greifst nach dem Griff und öffnest die Tür. Über die Schwelle gehen. Trittst ein und stehst in einer Vorstellung von einem Raum. Einem Autorenraum mit zwei runden Fenstern, einer ausgestopften Eule an der Wand, dazwischen ein Schreibtisch. Ein Mann, der Meister vieler Welten, sitzt hinter dem Tisch und tippt. Er wandelt Konzepte und Ideen in Worte um, um diese Realität zu formen. Er hebt den Kopf, den Meister vieler Welten ansehen. Du blickst den Mann in die Augen. Erschrocken stellst du fest, dass du einen Fehler gemacht hast. Du bist an den falschen Ort gekommen. Der Mann, der Meister vieler Welten, ist nicht die Person, nach der du gesucht hast. Er ist nicht Dor, sondern jemand ganz anderes. Du willst ihn fragen, was er weiß, aber es ist bereits zu spät. Fortfahren. Wir haben einen Fall von Identitätsverwechslung gesehen. Doch was ist die Identität in den endlosen Weiten des Multiversums? Was ist Identität überhaupt? Kann es mehr als einen Meister vieler Welten geben? Oder ist unser Held irgendwo auf dem Weg falsch abgebogen? War diese Reise genau der ausschlaggebende Faktor, um ihn zu dem zu machen, zu dem er werden musste? Eines ist sicher. Ich bin Ihr Gastgeber, der einzig wahre Warlen Dor. Und das ist Night Springs. Habe ich jetzt die falsche Entscheidung getroffen oder gibt es Multiversum-Agent? Okay. In Love and Memory of James McCaffrey. Chasing the murder cult made me feel like I was caught in a loop. Every time I thought I was getting closer, things shifted around, and I realized I was further away than ever before. Instead of answers, I only got more questions. The name of the cult and the masks they wore kept changing. The deeper into the dark depths I got, peeling off the layers of this case, like the ocean zones from twilight to midnight to abyssal to the deepest trenches, the closer I felt to going mad. Das war doch nochmal ein schöner Schlusssatz. Ja. Das war's jetzt mit dem Nightspring DLC. Wir haben alle drei Episoden abgeschlossen. Wenn man mich persönlich fragen würde, welche der drei Episoden ich von Alan Wake 2 Nightsprings am besten finde, würde ich schon sagen, die erste, die hat echt so meinen Geschmack getroffen. Die war einfach komplett durchgeknallt. Ich mag irgendwie so dieses Fan-Sein von Rose, dass die einfach so... Ja, sie ist das hübsche, nette
Mädchen und sie arbeitet in einem Diner und sie mag einen Wagon Scan und so, und dann kommt sie einfach mit einer Knarre und ballert Leute über den Haufen. Was zum Teufel? Der Episode 2 mit Jesse Faden fand ich ganz geil inszeniert. Es hatte so einen schönen, mystischen Look. Und jetzt das am Ende, da fehlte mir halt so, glaube ich, auch ein bisschen Kontext. Ich weiß nicht, ob man dafür Quantum Break gespielt haben muss. Keine Ahnung. Könnt ihr mich gerne nochmal in den Kommentaren ein bisschen updaten, ob das irgendwie zwangsläufig notwendig ist, um das Ganze so ein bisschen zu verstehen. Also bin mir da echt, wie gesagt, nicht komplett sicher. Aber ja, das war es erstmal von dem DLC Night Springs. Wir haben alle drei Episoden durchgespielt. Und ich bin mal gespannt, ob da noch weiterer Content von Alan Wake 2 kommt. Falls was kommen sollte, werden wir das natürlich uns auch angucken. Und dann bin ich erstmal raus. Vielen Dank, dass ihr bei den DLC zu Alan Wake 2 dabei wart. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder bei einem anderen Alan Wake 2 DLC oder bei einem anderen Spiel. Also macht's gut, bis dann. Ich wünsche euch Spaß. Bis dann. Tschö. It's all meant for me, the meant only for you I see.